Die sogenannten Red Cells sind Teams aus amerikanischen Spezialkräften, welche Angriffe auf ihr eigenes Land ausführen. Die Mitglieder werden aus den besten Spezialeinheiten wie SEAL Team 6 rekrutiert, um die Sicherheit amerikanischer Basen zu testen. Ihre Operationen unterliegen der absoluten Geheimhaltung und die Soldaten haben fast alle Freiheiten, um sich in die Lage der Angreifer zu versetzen. Nachdem sie mit gefälschten Identitäten in die Basis gelangen, platzieren sie unerkannt Bomben oder entführen hochrangiges Personal. Einmal schafften sie es sogar, einen Sprengsatz in der Nähe von Air Force One zu platzieren, dem Flugzeug für den Präsidenten. Danach zeigen sie dem Sicherheitspersonal ihr Vorgehen, damit dieses in Zukunft gründlicher arbeiten kann. Im Jahr 1986 trieb es eine Red Cell allerdings zu weit. Sie entführte einen zivilen Wachmann aus der Militärbasis, wobei es beinahe zu einem echten Schusswechsel kam. Im Anschluss folterten die Soldaten ihre Geisel für fast 30 Stunden, obwohl dies keinem Zweck diente. 2017 nutzte ein ehemaliges Mitglied sogar sein Wissen, um 5 Banken auszurauben, bevor er letztendlich geschnappt wurde.